Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Fußballmanager 14 und wir wollen weitermachen direkt mit dem nächsten Spiel. Ja, es geht gegen Borussia Dortmund, unsere Mannschaft soweit ist aufgestellt. 4-1-4-1 haben wir als Formation und Spielergespräche sind gemacht, dann können wir direkt mal loslegen. Und wenn wir hier gegen Dortmund gewinnen, dann haben wir hier die Chance, den Vorsprung auf Platz 4 auf 5 Punkte aufzubauen. Das ist doch schon mal nach 5 Spielen ein schönes Polster. Und ja, also jetzt müssen wir wirklich richtig Gas geben. Tabellenführer. Puh, ja, wir können ja mal ein bisschen höher ansetzen. Und auf geht's. Die erste Chance für die Dortmunder. Das ist natürlich nicht so schön, aber ist ja erst die erste Minute. Gündogan. Vor die Füße von Leitner, aber da mache ich mir bei Leitner nicht so viele Sorgen. Und die nächste Möglichkeit gehört auch schon uns in der zweiten Minute und die wird richtig gut. Weiter Einwurf von Kemmer. Der Torwart ist ein... Das ist ja eine tolle 5-3-Balken-Chance gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Ist sogar so vermerkt. Nee, ist es gar nicht. Doch, natürlich. Gibt's ja gar nicht. Naja. So, der Ball wieder bei Borussia Dortmund. Trash mit der Hereingabe. Aber Horn ist da und haut die Kugel mal weg mit den Fäusten. So, nächste Möglichkeit. Kemmer. Wird von Hummels bedrängt. Und auch Schuss aus 20 Metern ist auch nichts geworden. Also ein munteres Hin und Her, aber noch nichts wirklich Zwingendes jetzt. Die nächste Flanke von Umtiti wird abgefälscht. Rui Patricio ist da, kann den Ball aber parieren. Und die nächste Möglichkeit von uns. Also wir arbeiten uns so ein leichtes Übergewicht heraus. Achtung, Ecke wird verlängert von Polter, landet vor die Füße von Djurdjic und der macht das 1-0. Wunderbar. Also das dritte Saisontor bereits und die fünfte Vorlage von Sebastian Polter. Also ich frage mich hier, wer der offensive Mittelfeldspieler und wer der Stürmer ist. Aber ist ganz egal, wer die Tore macht. Hauptsache, sie fallen. So, nächste Möglichkeit. Bungert holt sich den Ball, spielt in die Mitte. Choupo-Moting ist da. Und Trash kann noch zur Ecke abblocken. Schade, das wäre natürlich schön, wenn wir hier direkt einen Doppelschlag... Na gut, sind schon 10 Minuten vergangen eben. Aber egal. Nächste Ecke. Aber Patricio ist da. Und holt sich die Kugel. So, wir wollen mal eben ganz kurz auf die... Blitztabelle schauen, die Bayern wieder in Führung, Schalke unentschieden, aber auf Dortmund jetzt diese 5 Punkte Vorsprung. So, nächste Möglichkeit, Achtung, gute Möglichkeit hier von Sebastian Polter. Patricio aber ein guter Schlussmann, also macht ein sehr gutes Spiel hier. Note 1, so, nächste Möglichkeit, Ecke. Aber auch da ist Patricio wieder da, schade. Also, aus den Chancen, die wir jetzt alle hatten, hätte man auch gerne mal 2 Tore machen können. Ne? Das wäre schon ein schönes Polster. Gündogan holt sich hier die Gelbe nach einem Foul an Holzhauser. Ist aber jetzt nichts Dramatisches. So, und nächste Möglichkeit. Djurdjic schießt 22 Meter, aber am Tor vorbei. Danach dann nochmal Kemmer aus ähnlicher Position. Aber da ist Patricio wieder da aus... Ja, diesem Textblock wissen wir eigentlich immer, dass da nicht wirklich viel bei rumkommen kann. So, nächste Möglichkeit, Holzhauser. Tanzt sich durch. Gündogan grätscht dabei. Der hat bereits gelb. Und haut die eigene Kugel ins Netz. Ja, ist scheißegal, wer die Tore macht. Dann kann sie gerne auch Gündogan machen. 2-0 für uns. Wunderbar, also das sieht doch richtig gut aus. Da kann man schon mal einen Super-Smiley raushauen. Ja, stark. Also der Saisonstart ist uns wirklich geglückt. Das nächste Spiel ist ja gegen Thessaloniki. Das wird das leichtere der drei. Oder ja, der leichtere Gegner der beiden Gruppen, der anderen Gruppengegner von uns noch. Also das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen. Was hat denn der Pagano hier für eine Note? 2,5 ist soweit in Ordnung. So, sehr gut, weiter so. Also, da stand, dass die Mannschaft muss gewinnen. Naja.
So, dann einmal Bayer Frische. Da fehlt noch ein bisschen hier und da was. Und dann können wir nochmal schauen. Ja, Polter mit einem guten Spiel, aber ohne Tor leider. Djurdjic auch sehr stark. Umtiti. Ich weiß nicht, ob man hier noch loben darf. Bungert. Wimmer. Jawohl, wunderbar. Und dann kann es weitergehen zur Halbzeit Nummer 2. Und die geht mit einem Freistoß von Marco Reus raus. Und da muss man immer aufpassen. Das ist ein guter Freistoßschütze. So, Gündogan, Achtung. Aber Horn ist da. Also Gündogan nicht nur im eigenen Strafraum gefährlich, sondern auch in unserem. So, und die nächste Ecke von Kemmer. Polter köpft den Ball irgendwie aufs Tor. Aber Patricio ist da und faustet den Ball oder klärt den Ball zur nächsten Ecke. Die kommt auch direkt rein. Fünfte Ecke. Polter kommt zum Kopfball, aber weil er doch gut bedrängt von Bender war, schafft er es nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Und nicht nur ich, sondern auch die Entwickler von EA. So, nächste Möglichkeit, weil ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint. So, Freistoß von Kemmer. Aus 17 Metern, Patricio ist aber da. Hä? Warum sollte er? Nein. Hat der schon 4? Nö. Hä? Warum auch? Verstehe ich jetzt nicht. Also sowas kann ich verstehen, wenn man das irgendwo macht. Wenn man eine Fünfte hat und als nächstes irgendwie, was weiß ich, Paderborn kommt oder sowas. Dass man dann gesperrt ist und danach dann, aber naja. Oh, hier eine gute Möglichkeit. Aber Patricio ist wieder da. Also das ist wirklich ein starker Schlussmann hier. Nicht ganz so geil wie unser Horn, aber ja, ist schon ein guter, ne? Der macht ein sehr gutes Spiel, wenn man mal bedenkt, dass wir hier wirklich viele Chancen hatten und es nur 2-0 steht. Oh, und Kemmer mit einer Kopfverletzung. Nasenbluten. Noch geht's weiter. Ich weiß aber nicht. Ich denke mal, wir nehmen ihn lieber rauf, bevor da noch was Schlimmeres passiert. Wir haben ja hier den Maxi Beister, der kann sowieso mal ein bisschen Spielpraxis sammeln. Wir können auch mal den Philipp Hofmann reinbringen. Der Pagano hat ja jetzt ein bisschen gespielt. Neben den Polter. Und dann können wir einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und ich habe eben gesehen, der Wimmer schon mit einer 84. Wow. Nicht so schlecht. Ja, und wir müssen gar nicht großartig was reinrufen, ne? Das 2-0 geht soweit eigentlich in Ordnung. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Möglichkeit, aber so schaut es auf der Tabelle sehr, sehr angenehm an. Und was die Bayern hier abziehen, Tordifferenz 18, ist natürlich auch schon nicht so schlecht. So, vielleicht nochmal eine Offensivaktion hier. Kann sich der Hofmann nochmal beweisen. Ja, zum Beispiel mit diesem Freistoß. Direkter Freistoß aus 26 Metern, aber das ist wirklich sehr, sehr weit. So, nächste Möglichkeit. Wieder Philipp Hofmann mit dem Freistoß. Und wow! Ah! Ich dachte, der geht rein. Schade. Das wäre natürlich ein super Auftritt hier, wenn er direkt erstmal einen direkten Freistoß reinmacht. Aber scheint ein guter Freistoßschütze zu sein, ne? Zumindest bei dieser Aktion hier sah es eigentlich ganz gut aus, naja. So, eine Aktion gibt es wohl noch. Flanke von Beister, Polter köpft in die Mitte. Aber keiner ist da, obwohl der Torwart sich hier ein bisschen verschätzt hat. Deswegen wahrscheinlich auch nur noch 1,5, aber soweit ist es in Ordnung. Die 0 steht auch hinten. Ja, 5 Gegentore, das ist schon okay. Boah, Schalke nur mit einem Gegentor, Wahnsinn. Aber die haben ja auch noch nicht gegen uns gespielt. Die haben übrigens auch gewonnen. Bremen scheinbar auch. Hamburg hat verloren. Also, die Lücke wird größer nach hinten.
Platz 4 ist ja noch Champions League Quali, da sind schon mal 5 Punkte, dahinter dann schon 6 Punkte, aber wir haben ja erst den 5. Spieltag, also da geht noch einiges. Boah, Bayern mit einem 8:0, was geht denn hier? Lewandowski, Götze, Lewandowski, Dante, Ribéry, drittes Mal Lewandowski, Müller und viertes Mal Lewandowski, alter Falter, der setzt ja mal richtig hier einen drauf. Meine Herren. Ja, ansonsten Schalke 1:0 gegen Hamburg. Nürnberg 1:0 gegen Gladbach. Also die Nürnberger verschaffen sich hier Luft hinten. Lautern verliert 1:4 gegen Wolfsburg. Hannover verliert zu Hause 1:0 gegen Leverkusen. Düsseldorf 1:2 gegen Bremen. Bremen damit jetzt schon auf Platz 5. Dann FSV Frankfurt gegen die Stuttgarter 0:1 und Augsburg verliert 0:3 gegen den SC Freiburg. Ja, und dann können wir nochmal ganz kurz schauen. Statistiken. Ja, ein paar Bayern hier vorne offensiv dabei. 4 Tore ist natürlich schon nicht so schlecht. Da kann man echt froh sein, dass der vorher nur 2 Tore hatte. Sonst wäre der nämlich hier in der Torschützentabelle schon ganz schön weit weg. Ja, Polter, 3 Tore. Der hat schon länger nicht mehr getroffen. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen unüblich. Der Djurdjic ja auch schon mit 3 Toren. Aber Polter hat schon 5 Vorlagen. Also, wenn man da so auf die Punkte geht, da sieht es dann wieder okay aus, ne? Aber ist ja eigentlich ein Stürmer. Naja gut, was soll's. So, dann würde ich sagen, geht's dann in der nächsten Woche, geht's dann gegen Thessaloniki, das erste Champions League Spiel, danach dann gegen Leverkusen. Die sind auch nicht so schlecht. Ich meine, das ist ja fast alles gleiche, ne? Schalke, gut, Schalke, Dortmund. Dortmund war hier doch deutlich weit unten. Jetzt ist es Wolfsburg, Bremen, Stuttgart. Aber wir sehen ja, wir haben 15 Punkte, 2 Punkte mehr als nach der letzten Saison. Da waren es jetzt 4 Punkte auf Platz 4, jetzt sind es 5. Also soweit läuft alles. So, dann haben wir hier noch ordentlich Post, E-Mails. So, Nasenbeinbruch. Ach, 8 Tage. Kann der nicht mit Maske spielen? Weil so langsam wird es dann eher ernst im Mittelfeld. So, nochmal ein Trainingslauf. Und dann, ja, wobei, so, jetzt machen wir hier wirklich dann nochmal ordentlich trainieren. So, und in der nächsten Woche jetzt hier, also wir müssen die Fitness hochbekommen, ne? Das geht so nicht. Ach, scheiße, und da ist das Spiel abgestürzt, das gibt's ja gar nicht. Ach nee, oder? Na, das ist aber schade. Naja, Leute, da muss ich hier leider ein Päuschen machen. Ich habe ehrlich gesagt die letzten beiden Folgen auch gar nicht gespeichert. Ich hoffe, dass es da mal automatisch gespeichert wurde. Das ist ja ärgerlich. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ja, müssen wir mal gucken, was wir mit den Ergebnissen machen, ne? Also, bis dann.